würde eigentlich hier schon so gut hinpassen, ne? Guck mal, wartet mal, wo ist denn der Esstisch? Ich muss ja erstmal auch wieder alles zusammensuchen und hier die ganzen lustigen Esstafeln, das hast du nicht gesehen. Oder wisst ihr was, ich mache das erstmal später weiter. Ich werde erstmal den Rest noch so ein bisschen machen, ne? Das wird eh alles ein Rumgefuchtel und Rumgefummel vom Feinsten. Das wird voll der krasse Shit. Warte mal, wenn ich jetzt hier reinmache, ist dann hier... Nein, ist nicht. Okay. Gut. Das wird jetzt hier so ein voll... Also hier wird gegessen und lustig geseint. Was? Wartet mal, ich kann ja eigentlich... Boah, ich bin der geilste Mensch der Welt. Nein, bin ich nicht, aber wartet mal, ich habe gerade eine gute Idee. Das ist der Punkt, den ich, auf was ich gerade hinaus möchte. Ich bin verwirrt. So, danke. Ich möchte nämlich... Was möchte ich denn? Ich möchte eine halbe Wand. Bin ich zu dumm, um eine... Ich bin gerade... Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ach nee, hier. Ich dachte schon. Ach nee, ich muss das... Okay, ich muss das für eine normale Wand aufziehen und... Ich habe das schon wieder... Ich habe das erst letztens alles gemacht, ne? So... Und jetzt kann ich Halbwand leisten, Halbwände. Genau. Bitch. Und sieht das kacke aus, wenn das jetzt hier so drinne hängt. Oh, scheiße. Ich habe irgendwie gehofft, dass das dann hier so... Oder ich mache einfach hier eine kleine Wand rein. Das? So das kleine, richtige Kochnische. Ich weiß nicht, ob es dann noch ein bisschen zu aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich hier was nehme? Was ein bisschen dicker ist? Nee, was ist denn jetzt? Hab ich das jetzt hier ausgewählt? Das ist ja hier schon das, ne? Das ist ja doof. Ändert sich jetzt überhaupt mal irgendwas? Ich bin gerade verwirrt. Ich kann ja auch, so eine mittelhohe hier. So ein bisschen höher machen. Ah, jetzt ist das auch dran. Ach, schön, wartet mal. Kann ich das... Dann ist es wieder zu niedrig, oder? Ja, genau. Dann mache ich es einfach ein bisschen höher. Genau. Perfekt. Ja, so wollte ich es. Perfekt, perfekt. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, von was ich gerade hier labere. Weil ich gerade so ein bisschen mit mir selbst im... in der Unterhaltung bin. So. Perfekt. Ich wollte nur, dass das hier so durchgehend ist. Und jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich weiß nicht, ob die Küche groß genug ist, aber es wird schon reichen, meine Güte. So. Ja, dann mache ich dann hier noch so, vielleicht so, sogar über Eck, wartet mal. Eigentlich möchte ich ja erstmal das ganze Haus bauen. Jetzt fange ich ja schon an, so voll krass der Küche rumzumehren. Es ist unglaublich. So, wo ist denn jetzt hier der Kühlschrank? Gibt es hier irgendwas, was wie ein Kühlschrank aussieht? Das ist ein Herd. Scheiße, den Herd müssen wir auch noch runterbringen, ne? Blell. Ich weiß gar nicht, wie mit dem Herd. Oder ich mach das hier wirklich so, dass man hier so drumherum alles hat. Oder eine kleine Kochinsel oder so. Ich weiß es nicht. Der Herd muss ja auch noch irgendwo hin. Oder? Ein Inventar platzieren. So. Probleme gelöst. So, wo war denn jetzt hier der Kühlschrank? Kühlschrank, ich suche dich immer noch. Mhm. Das kann sich noch um Jahre handeln. Bist du ein Kühlschrank? Du bist ein Kühlschrank. Jetzt habe ich zwei. Esskiste aus Stahl. Warum habe ich zwei Kühlschränke? Was geht ab? Was ist da eigentlich? Kann ich den so? Kann ich den hier so schön hinstellen? Wartet mal. Ja, ja, kann ich. Schön. Dann haben wir hier so den Kühlschrank über Eck. Da wird das... Leute, ihr kennt mich doch, oder? Dann mache ich jetzt hier noch... Muss schon die kleine Pflanze hin. Ja. Oder die hier. Oder die hier. Wartet. Ich stehe auf Pflanzen, das ist unglaublich. So. Warum nicht? Eine schöne kleine Kochecke. Das ist vielleicht ein kleiner Rückschritt, aber ich finde das irgendwie auch mega stylisch. Und was ich hier vorhabe, ist nämlich... ich fange wirklich schon mit der Küche an, ne? Ich glaube, die Küche erstmal total fertig und am Ende baue ich eh nochmal alles um. Es ist total furchtbar. So, bei den Türen möchte ich nämlich gerne einen großen Bogen haben.
Ja, sowas. Genau. Könnt ihr euch sowas nehmen? Nö. Das geht nur so oder so. Okay. Was ist das? Breiter Durchgangbogen. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Was wollt ihr? Ist das sowas? Nö, nee, komm. Lass mal den hier mal. Ja, in einer schönen hellen Farbe. Das ist genau die Scheiße, die ich wollte. Ist schon schick, oder? Ich weiß nicht. Ist das, hat das was? Das hat irgendwie was. Und hier hat eben dann so die S-Ecke. Sehr schön. Ich könnte ja vielleicht auch noch hier noch so einen großen Durchgangbogen, Durchgangsbogen so auf Hälfte machen. Das geht nur hier oder hier, ne? Scheiße. Halt so vielleicht. Muss ich mal gucken, nur falls wir schon wieder entfernen. Das ist so ein bisschen auch durchgangsmäßig. Und hier habe ich vor, ich mache mal die Wände hoch. Warum sind die Wände so hoch? Müssen die so hoch sein? Ja, ich glaube, die müssen so hoch sein. Oder? Hab ich die Wände jetzt hier so hoch gemacht? Oder ist das normal, dass sie so hoch sind? Wartet mal. Wände. Wo kann ich denn die Wandhöhe nochmal einstellen, wenn ich blöd? Wände. Ich kann auch hier irgendwo die Wandhöhe einstellen. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, die Wände sind nicht so hoch. Oder? 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 Ich weiß nicht. Hohe Halbwand. Ich möchte gerne irgendwie die Höhe einstellen, bitte. Ich bin zu dumm für dieses Spiel, es ist unglaublich. Wo konnte ich denn das einstellen? Warum geht das nicht? Warum, wie mich jetzt gerade mal einfach so abfuckt. Dieses Spiel macht mich gerade fertig. Okay, gut. Lassen wir das erstmal. Wir sagen einfach, das ist okay. So sind es halt mega hoch. Eigentlich würde das hier reichen von der Höhe, oder? Oh Mann. Vielleicht können wir das im Nachhinein eh noch ändern. So. Ich möchte wieder. Ich stehe da drauf, ja. Oh, ist das schon immer so? Klein und dick. Was ist denn das hier alles? Ja, anscheinend waren die schon immer so. Waren die nicht mal höher? Die sind jetzt eher so quadratisch. Hä? So. Ja, hier eben. Es ist eigentlich eher so. Warum sind die hier so breit? Toll. Hä? Anscheinend, weil es super quer ist, ne? Mach ich das hier noch so? Nee, hier soll zu sein. Wir können ja hier zum Beispiel, oder? Machen wir hier nochmal eins hin oder einfach nur. Ich denke, wir machen einfach nur ein Fenster hin, ne? Das wird reichen. Aber auch ein schönes großes Fenster. Ich denke hier sowas. Wow! Sieht eigentlich unschlecht aus. Vielleicht hier so hin? Nee. Aber hier? Nee. Oh Leute, das dauert ewig. Ich bin in 10.000 Jahren vielleicht fertig, ja? Das ist so Windenburg-Style-mäßig, ne? Finde ich irgendwie auch geil. Aber hier passt gerade überhaupt nicht rein. Wo sind denn jetzt diese anderen Fenster? Was? Was laber ich? Ich suche ein ganz bestimmtes, aber das natürlich auch gehen würde, ne? Nee, das ist creepy. Ich suche das hier? Ist es das, was ich suche? Bist du das, was ich suche? Frage ich. So. Nehmen wir das einfach, ne? So, dann ist das ja hier erstmal so vorerst fertig. Also vorerst ist gut, das... Fenster und Shit ist fertig. Ein Scheiß ist fertig. Ich brauche nämlich zum Beispiel noch Wände. Nehme ich das grüne Flair wieder? So alles so schön in grün. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So eine schöne grün-weiße Küche diesmal. Das heißt diesmal wie vorher. Hier so. Dem Stil. Ich weiß nicht. Kann man das so einen anbieten? Jemanden anbieten? Ich weiß es nicht. Müsste eigentlich aber so weit gehen, ne? Gucken wir mal noch durch. Gibt es auch was Knalligeres hier zum Beispiel? Oh ja, das sieht eigentlich... Haben wir das Feuer auch? Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut so. Okay. Dann hätte ich gerne noch einen schönen Holzboden irgendwie unten drin. Oder so Fliesen. Ja, Fliesen wären eigentlich nice. Warte mal, ich habe jetzt irgendwie... Wenn ich das hier so sehe... Hier unten, die Bodenzeile... Komm, ich Bock auf Fliesen. Machen wir mal Fliesen. Oh Leute, das wird so ewig dauern, bis ich hier fertig bin. Ich weiß, es erwähne ich irgendwie alle 5 Sekunden, aber es ist irgendwie auch so. Kann man das so machen? Sieht das so ungemütlich aus. Ich meine, für innen
So, vielleicht irgendwie was Geordneteres. Das ist ja wieder hier so, ne? Vielleicht aber so mit den schönen Teppichen noch so rein, den man hier dann hier so hinstellt. Man kann es ja eigentlich mal probieren, oder? Was ist mit dem? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie auch schon ein halber Wintergarten irgendwie, ne? Das ist so. Ja, das finde ich ganz okay. Das könnte man eventuell nehmen. So, jetzt ist natürlich die Wand hier nicht grün. Sekunde. Ja, du musst auch. Ist ja alles von beiden Seiten so? So. Was? Wieso kann... Achso, das ist schon so. Okay, alles klar. Sehr schön. Also irgendwie, muss ich sagen, gefällt mir. Wenn ich da noch so ein bisschen Deko und so ranmache, ist das auf jeden Fall etwas, was ich mir vorstellen kann. Und hier halt eben noch eine kleine Essecke. Wartet. Das wollte ich eigentlich alles noch gar nicht machen. Ich wollte erstmal das gesamte Haus bauen, ja. Jetzt mache ich hier erstmal die Küche. Das Problem ist, wenn ich das so weitermache, wie ich es jetzt tue, ist das jetzt hier, ja. Kann sein, dass das Geld am Ende nicht mehr reicht. Dass sie dann irgendwie in Schlafsäcken... Ne, müssen sie nicht. Ich habe halt die ganzen Betten. Aber dass sie dann irgendwo zusammen gefärscht oben schlafen müssen. Weil ich jetzt schon das ganze Geld eigentlich ausgebe. So, wo ist jetzt hier mal dieser blöde Esstisch? Esstisch. Nee. Oh Gott, das ist wieder mal hier. Ah, der Mülleimer. Da kann er mal wieder hier... Da kommt wieder mit dazu. Den kann man ja hier so... So, hier so hin. Nee, das ist scheiße. Okay, da kommt der Mülleimer halt. Hier so hin. Darf er. Hat er eine Existenzberechtigung? Das ist eigentlich auch ganz nice, ne? Eigentlich auch hier so hinstellt. Boah, Leute, stellt hier alles voll mit irgendeiner Scheiße, aber finde einfach am Ende diesen Esstisch nicht. Oh, hier. Ja, komm. Wow. Jetzt ist es übertrieben groß, das wollen wir nicht. Ich suche doch einfach nur den Esstisch. Ich bin bestimmt schon 10 Mal dran vorbei. Und ihr denkt euch so, boah, wie dumm ist ihr eigentlich? Ich habe immerhin schon mal die Stühle gefunden. Stühle sind schon mal da. Läuft. Na, wo ist der Esstisch? Scheiße. Objekte filtern. Stile, Farben, Inhalt. Freigeschaltet, gekauft. Packs, na toll. Basisspiel ist ja doch bestimmt. Jetzt sind schon mal ein paar weniger. Toll. Es sind viel weniger, oder? Wartet mal. Nein. In 10.000 Jahren hat sie den Esstisch immer noch nicht gefunden. Es ist ein Trauerspiel. Nein. Nein. Das ist der Esstisch! Wow. Der Esstisch ist echt groß, ne? Irgendjemand ist schon mal aufgefallen, wie groß der ist? Warte mal, da kann ich das Ding... Wow. Kann ich das ja vielleicht hier so? Oder der kommt einfach so in die Ecke in die Pflanze. Muss man mal gucken. Gut. Dieser riesige... Vielleicht auch so? Ne, das ist dumm. Stellen wir den schon hier hin, ne? So. Stellen wir erstmal alles ganz normal ran, wie es vorher war. So. Ist das okay? Stand da, war das hier erst so oder waren die mehr auseinander? Ich stelle es jetzt hier mal so hin. Ist, denke ich mal, okay erstmal fürs Erste. Ja. Oder? Das sieht irgendwie doof aus, oder? Der ist vor allem auch so groß, der Esstisch. Damals hat das irgendwie besser gepasst. Jetzt ist die Küche irgendwie hoch. Das wollte ich nicht, nein. Jetzt ist die Küche halt eben auch von der Struktur her ein bisschen anders. Ich lasse es jetzt erstmal so, ne? Ich hoffe, das ist erstmal so okay. Aber ich finde, sie sieht irgendwie viel interessanter aus halt. Ich denke mal, du passt hier nicht rein. Du kommst mal raus. Ich denke mal, da wird noch eine andere Pflanze gut Platz finden. Du zum Beispiel oder so. Aber generell kann man hier vielleicht so ein paar Pflanzen reinstellen, dass das hier so ein bisschen schick aussieht. Ihr kennt mich ja. Ich bin hier so voll der Pflanzenfreund bei Sims. Kann ich ja gucken, wie ich das dann alles so ein bisschen dekoriere. Generell die ganze Deko und so, das werde ich alles noch machen müssen. du kannst... Jetzt schmeiß ich hier so auf die Ecke. Die wichtigsten Sachen kann ich ja erstmal hier reintun. Die Frage ist natürlich, ob man noch alles findet, ne? Warte mal hier... Das ist viel zu hoch, die Wände hier. Ich
Ich muss die Wand irgendwie... Kann ich die auch auswählen irgendwie und bearbeiten? Warte mal. Hier. Wähle ich da mal aus? Kann ich das irgendwie? So. Ah ja, hier geht's. Wow. Ist das so okay? Von der Höhe, das ist niedrig. Ich denke mal, das geht so, oder? Das ist ein bisschen arg übertrieben hoch, oder? Ist das okay? Komm, wir lassen das erstmal so. Okay, das ist jetzt soweit erstmal das... Das sind erstmal die Basics von der Küche, würde ich sagen. So. Ja klar, hier muss noch Sachen reinhängen und hier muss noch was hin. Und das Waschbecken fehlt vor allen Dingen auch noch. Das kann ich vielleicht jetzt nochmal kurz suchen. Ich kann jetzt hier vielleicht auch noch... die Dinger hier, passen die? Nee, die passen nicht. Wo ist denn jetzt hier... Oh Gott. Ob ich mir jetzt den Gefallen tue, wenn ich jetzt hier das Waschbecken suche? Ich weiß es nicht. Das kann sich auch wieder um Jahre handeln. Ja, so. Wasserblock zum Beispiel. Den ganzen Scheiß. Der ganze Scheiß hier muss noch rein. Das kann sich noch um Jahre handeln, bis ich hier fertig bin. Oh, Leinwandregal. Schick. Kann ich mir auch noch holen. Oh, hier Glastisch. Das war, glaube ich, hier von Sophie, ne? Weil Sophie können wir nochmal so ein richtig geiles Reich dann aufbauen. Aber ehe ich damit anfange, wie gesagt... Habe ich hier erstmal mein Nemesis gefunden. In Form von... Ja, das sieht gut aus. Ticken, Waschbecken, Sensor. Ich habe keine Ahnung. Was? Aggressives? Aggressiv modern. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir den Kaffee so wirklich brauchen. Braucht ihn irgendein Mensch? Ich behalte es erstmal so, ne? Weil... Das Wichtigste. Vielleicht auch noch ein Feueralarm. Ach, das wird alles nicht mehr Zeit ergeben. Vor allem mit der Zeit, denke ich, auch weniger Möbelstücke. So. Gut. Jetzt kommt der krasse Shit, liebe Leute. Ich möchte hier eine große Leinwand haben. Das wird jetzt spannend. Ich wähle mal hier. Hier innen. Wow. Just wow. Das hier hin, ja, können wir ja eigentlich, ne? Hier machen wir noch so. Wow. Wow. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich meine, what the fuck is going on? Was ist das bitte für... What? Okay. Das ist, glaube ich, noch so viel hier. Ist das vielleicht auch ein bisschen groß? Warte mal, ich könnte das mal ein bisschen kleiner machen hier. So erstmal... Ich habe eben auch Angst, wenn ich alles ein bisschen zu groß mache. Wir können es ja aber noch ein bisschen zurück. So, und da können wir hier vorne noch den noch einen tollen Tisch hinstellen und so. Und wir kriegen das alles hin. Okay, ich würde sagen, wir bauen mal hier weiter. Hier soll das Bad hin. Hier auch schon noch Teppich, was weiß ich. Boah, ich liebe gerade voll die Küche, ne? Ich finde, die habe ich voll gut hingekriegt. Hier kann ich vielleicht schon eine kleine Galerie reinmachen für Sophie. Irgendwo muss aber auch noch die Treppe hin, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wie macht man das mit der Treppe? Warte mal, kann ich die Treppe denn jetzt schon platzieren? So präventiv jedenfalls. Weil ich habe keinen Bock, die dann... Also, dass ich die jetzt halt eben schon fest ins Design mit einbeziehe. Das ist mein Gedanke bei der Sache. Ja, hier kommen... Ich weiß gar nicht, was ich da hat mit davor für eine Treppe. Boah, laber nicht, ich habe keine Ahnung. Einfach mal die hier. Los, dreh dich! So, es geht vorher noch nicht, weil da noch nichts ist, ne? Ich weiß nicht genau, wie wir das machen, ne? Ich kann sie ja eigentlich auch so zum Beispiel machen. Muss man mal gucken. Oder dafür andersrum. Aber ich bin schon mal auf meine Küche stolz. Sie ist zwar ein bisschen klein geworden am Ende, aber ist trotzdem noch okay. Ich glaube, fast kann ich ja nach hier und nach da noch ein bisschen erweitern eigentlich, oder? Müsste ja eigentlich gehen, von der Logik her jedenfalls. Ja, guck mal einfach mal, ne? So, ich baue jetzt erstmal hier irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Leute, nervt mich hier nicht mit irgendwas. So. Ich habe jetzt irgendwie voll Bock, auch so mit so Halbwänden zu arbeiten, wie man unschwer erkennen kann. Und mit interessanten Raumformen. Wie zum Beispiel dieses wunderschöne Bad. Ich finde es auch gut, dass ich jetzt hier auch jederzeit ein bisschen auch anbauen kann. Hier noch was dran oder so. Das macht das halt eben alles auch ein bisschen geiler, ne? Gucken wir mal, wie wir das dann hinkriegen am Ende.
Jedenfalls ist das Bad diesmal weit genug hoffentlich von der Küche entfernt, dass Crady nicht immer wieder hier so irgendwie durchrennt. Achso. Ich möchte aber auch nicht, dass die Küche ein Durchgangszimmer ist an sich. Also optional natürlich, aber ich will hier auf jeden Fall auch nochmal was machen. So, kann ich das bitte drehen? Ja, so in der Art. Das Treppending macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. So. Du kommst erstmal hier hin. Vielleicht können wir dadurch auch. Wartet mal. Nee, irgendwie bist du scheiße. Weißt du was? Du bist scheiße. Machen wir das erstmal hier so irgendwie. Ja. Irgendwie erstmal so. Dann kommst du rein, dann kannst du dann in die Stube. Ja, ja, ist eigentlich ganz cool soweit, ne? 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 Und hier machst du ein bisschen in auf Galerie. Weil man kann es vielleicht auch noch ein, zwei dann nach da verschieben. So. Geht das? Das sieht aber doof aus irgendwie. Das sieht ja nicht so prachtvoll aus. So. Okay. Ich will die Karte. Ja, okay. Muss ich auch noch gucken, wie ich das oben dann mache. Oh Gott. Ich weiß noch nicht genau. Ich kann das noch so ein bisschen nach da machen. Dass ich aber hier in der Wand durchziehe, dass hier nichts ist. Das möchte ich gerne so. Ja. Dann kann man nämlich, dann würde ich nämlich hier auch vielleicht noch einen Ausgang zum Garten machen. Hat das eine Option? Das wäre doch eine schöne Option, oder? Ja. Ja. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich sag das tausendmal, aber ich mache hier mein Ding erstmal. Hasst mich nicht für das, was ich tue. Ich mach mal hier so. Okay. Wie mache ich das denn jetzt hier oben, ne? Das ist jetzt wieder die nächste Frage. Gut. Da habe ich aber das Gefühl, dass dann die Zimmer wieder so klein werden. Eigentlich wollte ich die ein bisschen größer machen, ne? Dann kann ich ja. Wisst ihr was, Leute? Metal, Leute. Nein, wisst ihr was? Dann mache ich das einfach doch hier so. Ist das halt die Größe, ne? Dann, ja, da kann ich dir noch vielleicht irgendwie noch was dran bauen oder so. Gucken wir mal. Ist das halt so. Da mache ich dir noch einen schönen Dancefloor hin oder so. Und hier eine volle Chill-Out-Ecke. Weil ich will wirklich auch, dass hier oben mehr Platz ist. So, mache ich das jetzt extra Raum oder mache ich das wieder offen? Kann ich das quer verbinden? Nein, kann ich nicht. Wie kann, was muss ich denn machen, damit ich das quer verbinden kann? Warte mal, so. Dann müsste es gehen, ne? Boah, ich bin so gut, ne? Das ist unglaublich. Ich habe so ein bisschen Angst vor mir, wie gut ich gerade bin. dann würde ich auf jeden Fall aber auch hier an der Stelle, kann ich... ich möchte, nein, das möchte ich nicht. Das war das Falschste, was ich hätte machen können. Ich möchte das Ding hier, den Durchgangsbogen, hätte ich gerne noch einmal. Oh, das geht nicht mittig, ne? Aber ist eh doof, wenn ich das... Dann machen wir mal hier. Und dann nehme ich den auch nochmal hier hin. Also ist ja viel mit großen Durchgangböden, mit, also dass alles hier offen ist, soweit gearbeitet werden. Okay. Ich mache hier noch so eine kleine Spielecke oder so. Wir werden sehen. Ich bin selbst noch etwas unsicher über das, was hier noch irgendwie passieren soll. Vielleicht kann ich ja sogar. Wartet mal, Leute, mir kommt gerade die Idee. Es ist, ich denke gerade total kreuz und quer, ja, Leute. Ihr dürft jetzt hier keine... Ihr dürft jetzt hier keine, hier? Nee, wo ist denn das? Ihr dürft jetzt hier keine Struktur von mir erwarten. Das ist, glaube ich, das Falschste, was ihr tun könnt. Es wird alles unstrukturiert hoch 10. Wo war denn das? Das hier? Nee, wo ist denn das, was ich suche? Weiß kein Mensch, ne? Das müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Nein? Nein. Ich kann ja mal filtern. Da kommt nämlich gerade so eine total geniale Idee. Die vielleicht gar nicht mal so gut ist, aber egal. An die Arbeitbasis spielt Packs. Ich würde gerne Packs machen. Danke. Wo ist denn jetzt hier Wellness-Tag? Genau. Ich möchte jetzt hier bei Wellness-Tag gerne... Hm. Ich
suche hier, glaube ich, gerade falsch. Alles anzeigen, Lagerung, Elektronik, Beleuchtung, Deko, Aktivitäten und Fähigkeiten vielleicht. Sind wir da hier richtig? Genau! Passt perfekt rein. Können wir eine Sauna platzieren? Warum eigentlich nicht, ne? Klatschen wir einfach mal hier eine krasse Sauna rein. Wir können auch hier eine Holzsauna nehmen. Sieht sogar ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Wollen wir eine Sauna kaufen? Das wäre auf jeden Fall etwas Cooles. Aber allerdings nimmt sie auch sehr viel Platz weg, ne? Aber wir können ja, warte mal, wir können das ja eh vergrößern noch. Warte mal, dann mache ich das aber vielleicht anders. Dann mache ich das vielleicht anders, Leute. Warte, baue ich die mal hier so rein? Oh Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, das wird jetzt der meistgesagte Satz jetzt. Ich habe keine Ahnung, was vielleicht auch daran liegen kann oder Umständen, dass ich auch keine Ahnung habe von dem, was ich hier gerade tue. Dann kann ich hier vielleicht hier so... Mach ich hier so einen extra Saunaraum rein? Ja. Da brauche ich jetzt noch Wände. So, das ist ein extra Raum. Da kann man hier zur Seite reingehen dann. Ist doch cool, oder? Da mache ich vielleicht eine schöne Wellness-Tür oder so. Boah, wie ich einfach mal das Geld verballer, ne? Ich wollte ja sagen, ja, ich baue erstmal einen Grundriss oder so. Ja, klar. Auch so eine schöne Doppeltür. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Nee, wartet mal. Vielleicht eine andere Doppeltür. Warte mal, ich mach mal hier den Filter wieder raus. Oh, das ist so kacke. Oh, es gibt sogar hohe Türen. Und die. Ich kann sogar die hier holen, ne? Was gibt's denn hier? So Tür, innere Kraft. Wow, die ist... Nee, komm. Nehmen wir lieber solche. Das ist ein bisschen gruselig. Kann ich die irgendwie auch drehen? Sind die irgendwie auch zu drehen? Danke. Einfach so eine kleine, süße. Hallo, wieso ist das denn strehen? Was ist eigentlich ein Problem, Tür? Danke. Kann ich das ja so machen? Dann kann ich das ja... Wartet, jetzt kommt der Clou. Jetzt ist er eins dran machen. Ja. Dass das quasi einen extra Eingang hat. Ich habe Angst, dass es das ein bisschen doof aussieht. Hm. Dann baue ich das hier vielleicht mal so. Ja. Ja. Auf jeden Fall eine Option so. Ich denke, damit bin ich ganz zufrieden. Damit kann ich leben. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir dabei denke, aber... Okay. Ist auf jeden Fall eine Sauna. Okay. Was macht man jetzt hier als Badtür? Ich dachte gerade, dass das hier so klein ist. Warte mal, groß. Wachsmalstift, was? Ja, so, so will ich es haben, genau. Was bitte mit Türen? Mit Türen, habe ich gesagt, danke. Doppeltür aus Sternglas, yeah! Nein, das ist halt total übertrieben. Sollen wir eine große Tür nehmen oder sollen wir hier so ganz bescheiden einfach eine normale Badtür nehmen? Meine Güte, es ist halt einfach nur ein scheiß Bad. Nehmen wir jetzt hier eine normale Badtür, hm? Nichts mit Fenstern groß. Oder hier sowas. Charakterlose Haustür. Und ja auch sowas Mattes mit mattem Glas. Brauchen wir nicht unbedingt, oder? Komm, nimm mal die Charakterlose. Du hast kein Charakter, Bitch. Ja, sehr schön. Hier geht's dann in die Galerie. Boah, ist wird so nice, ne? Übrigens, bei der Galerie natürlich, was ich natürlich auch wieder sagen kann, ist... Bitch. Bitch. Da. Natürlich hier wieder ganz großes Kino ist. Passt aber von der Anzahl nicht, ne? Da wird's hier eng. Da wird's hier eng. Schade, warte mal, dann machen wir es halt anders. Machen wir es witzig. So, und dazwischen... Nee, du bist... Hä? Hä? Was ist los? Nee, gibt's da... Gab's nicht noch die schmalen hier so? Ey, wie es mich gerade mal einfach hatet, ne? Ja, du sollst da hin. Gib dir Mühe. Da, danke. So. Perfekt. Genau. Und das ist eigentlich auch hier, ne? Genau. Sehr schön. Cool. Dann haben wir das zweimal so. Das ist auch eine schlechte. Wollen wir eigentlich schon auch noch...
Ja, wartet. Dann können wir das ja eigentlich auch noch hier so und hier so machen, ne? Geil. Geil. Richtig geil. Ernsthaft geil. Jetzt ist einfach nur so, so noch wirklich. Und ja, schade, dass das jetzt hier nicht richtig ging mittig. Wobei, da könnte ich ja eigentlich auch mal sagen, hier lolz, nee, mach mal einfach mal eine kleine Tür rein. Dann ist es. Kommst du erstmal hier hin? So. Ey, manche sind echt scheiße. Du bist auch wieder so ein Kackding. So. Mal einfach hier so eine kleine Tür. Ja, muss doch nicht so riesig sein, ne? Ich meine, es hat trotzdem eine Galerie. Ein abgetrennter Raum. So, dann wird sich so viel freuen. Viel Licht kommt rein. Ist auch direkt unten. Ist auf jeden Fall schön. Und Leute, wir haben noch so viel Platz. Scheiße. Also, wir haben hier noch sehr viel Platz, um Dinge zu erweitern, eventuell. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Grundstück. Aber ja, also ein großer Garten ist auf jeden Fall eine Possibility, die possible ist. Was? Da könnte ich vielleicht sogar, weil ich so schelmisch bin. Warte mal, kann ich sogar? Nee. Ich möchte eigentlich dich. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Dachte ich mir gerade, dass ich geil bin und einfach hier noch so. Wisst ihr? Wie mache ich denn das jetzt? Die Wand soll weg. Lieber Gott, was muss ich machen, damit die Wand da weggeht? Das schon mal nicht, das war falsch. Das war auch falsch. Wie mache ich denn jetzt die Wand hier weg? Ich will jetzt nicht so machen, dann ist ja alles weg. Ich könnte ja. Arbeitet nicht so, wie es arbeiten soll. Irgendwie. Nee, es geht auch nicht. Ich muss jetzt hier mit irgendeinem dummen Trick arbeiten. Wartet mal. Lel, es hat geklappt. Super. Ich mag meine dummen Tricks. Weil sie so schön klappen. Es ist zwar nicht mehr. Wobei, jetzt ist es. Oh. Mann, das ist alles so kompliziert. Jetzt ist es nämlich auch nicht mehr natürlich. Ja, es war jetzt ein bisschen schade, dass ich halt eben jetzt den Platz verschenkt hätte. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, lässt es mal. Dann kann ich halt jetzt hier auch wieder einen großen Torbogen hinmachen. Oh, ich bin so anstrengend, es tut mir leid. So. Könnte ich ja vielleicht sogar, Lels? Nein. Ja. Auch alles schön groß und so. Hier. Weiß nicht. So? Machen wir mal, wenn es zu viele Türen sind am Ende, ist das vielleicht auch doof. Schauen wir einfach mal, wie sich das ergibt alles. Boah, sieht auf jeden Fall mega geil aus bisher. War vielleicht schön, dass sie auch noch parallel zueinander wären. Da kann man direkt so durchgehen. So. Das ist schön. Das gefällt mir wirklich gut. Das ergibt, das bringt auch viele neue Möglichkeiten. Vielleicht mache ich auch noch irgendwie hier so für so noch eine kleine Halbwand rein. Wird man dann sehen. Ja. Vielleicht mache ich auch lieber das hier hin. Ich bin gerade noch so am Überlegen. Das würde mir nämlich auch sehr gut gefallen. Das täte mir gut, das so zu sehen. Da können wir nämlich hier vielleicht auch eine kleine Theke machen mit Popcorn oder so, weil da in der Küche ist definitiv kein Platz für Popcorn mehr. So, mal gucken. So, und dann noch hier noch so verschrägt. Vielleicht noch so hier was, ein Sessel. Das wäre auf jeden Fall nice. Nice! Okay. Da kann ich dann entweder hier dann noch nach draußen ein Dingens machen. Eine Tür, oder ich mache das hier direkt. So, das ist hier. Ja, das ist ja hier auch sowas wie der Flur, ne? Boah, ich finde das gerade so geil. Ich liebe es ein bisschen schon, ne? Ach, hier so voll krass. Sehen wir der von der. Oh, das sieht natürlich auch nice aus, ne? Nee, das ist zu löchrig. An Eingangstüren oder die hier? Das ist auch nice, ne? Warte mal, die geht irgendwann irgendwie nicht so richtig. Doch, die geht auch so zu platzieren. Ich denke, wir nehmen aber was Neutrales.
nehme jetzt hier einfach, komm. Das gefällt mir sehr gut. Nehmen wir hier schön mittig. So. Fertig ist das Haus. Nein, ist es nicht. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal die grobe Raumaufteilung. Mit Galerie, Bad, morgen, genau. Nein, oben muss auf jeden Fall auch noch ein Bad hin. Weil ein Bad ist auf jeden Fall zu wenig. Okay, ich habe Angst vor den Dingen, die jetzt hier noch kommen mögen. Ja, mache ich doch eine Terrasse? Hier so, an der Ecke, eine Terrasse wäre doch eigentlich auch eine schöne Option, oder? Oder hier so, direkt ein kleiner Balkon. Nee, mach mal. Ich glaube hier so, das tue ich als Terrasse abgrenzen. Kann ich das machen? Eigentlich schon, oder? Probieren wir das auf jeden Fall mal. Dann baue ich das hier erstmal alles so nach. Oder? Ja, komm, mache ich das. Hallo? So. So, das wollte ich gerade vor allen Dingen. Bin ich eigentlich dumm? Ah, nee, doch nicht. Ich bin doch nicht dumm. Ich nehme alles zurück. Ich bin super undumm. Ja. So. Ein Zimmer, noch ein Zimmer. Ah, läuft eigentlich ganz gut. Das ist halt eben hier oben in so Schlafen. Privatbereich. Und jetzt hier unten ist halt ein fetter krasser Wohnbereich. Mal gucken. Wie gesagt, man kann ja jederzeit noch hier irgendwo was dran bauen. Ich meine, wir haben ja genug Platz. Nur falls noch ein extra kleines Häuschen. Ich meine, das ist ein Grundstück, da passen, keine Ahnung, 3 Häuser drauf, 4 Häuser. Okay. Keller machen wir mal noch nicht. Wir können auch einen schönen Pool noch machen, so eine schöne Poollandschaft. Oh, das wäre so nice. Was gibt's eigentlich hier alles? Das muss ich mir alles noch angucken. Kann man hier runtergehen? Nee, hä? Boah, das war mal eine Burg hier, hä? Entschuldigung, ich bin mir das so ein bisschen am abdriften. So. Machen wir mal die Wände mal runter. Ja. Wände runter. So. Man kommt auf jeden Fall hier hoch. Genau. Würde ich mal sagen, das hier. Oh, das ist schade, dass das nicht genau passt. Was hier ein Raum ist? Ich weiß nicht. Will das zu einem Raum? Nochmal zurück. Vielleicht wie so. So? Das soll hier ein Raum sein. Ich weiß noch gar nicht, von wem das Zimmer wird. Ich habe keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir vielleicht. Boah, das ist voll schwierig, weil ich vor allen Dingen jetzt auch aus meiner unendlichen Intelligenz hier die Terrasse hinmachen wollte. Das ist vielleicht auch nicht so nice, die Idee, ne? Das ist ein so langer Raum. Ist vielleicht auch nicht so gut, oder? Ich weiß nicht. Ich habe hier gerade meine krasse Phase. So. Du kannst weg. So vielleicht. Kann man da was draus machen? Eigentlich schon. Ne? Hier sowas hinstellen. Vielleicht sogar hier das Bett passt hier hin, ne? Wartet mal ganz kurz. Ja, locker passt hier am Bett hin. Locker. Sogar hier so hinstellen, oder? Nee, das ist doch doof. Oder? So, passt man auch noch durch. Sehr schön, da kann ja noch eine Kommode hin oder sowas. Nein, jetzt habe ich es außerdem verkauft. Zurück. Du sollst nochmal hier rein. So. Okay, das war vielleicht das Zimmer von Quenny oder so. Lass mal sehen. Okay. Machen wir hier noch ein schönes Großes hin. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Bedürfnis, das größte Sophie zu geben. Das ist vielleicht von Quenny das Zimmer. Das war das Zimmer von Mathilda. Da können wir aber vielleicht. Warte mal, dann machen wir das vielleicht doch noch anders. Ich das keine vielleicht so. Das ist schwierig, ne, wenn man hier mit solchen Dingern arbeitet. Das ist immer kacke. Ich habe nämlich jetzt doch vor, die Form hier zu ändern. Warte mal, kann ich das irgendwie... Nee, kann ich nicht. Wie mache ich denn das? Es ist immer schwierig, hier mit zu arbeiten. Es ist nicht ganz ideal ausgereift, habe ich so den Eindruck. Ich habe nämlich irgendwie so, doch so das Gefühl, dass ich das vielleicht doch hier so mache, ne?
Kann ich das irgendwie jetzt hier löschen? Nicht perfekt. Kann ich das jetzt hier löschen? Nee, das ist irgendwie dumm, was ich hier gerade tue. Ja, dann mache ich das hier nochmal neu. Eine Güte ist jetzt auch nicht so schlimm. So, das ist jetzt von Mathilda das Zimmer. Kannst du hier rein, noch schön ins Bett, noch. So, krieg mal alles hin. Noch ist alles okay. Das sieht irgendwie auch lustig aus. Das Zimmer von Granny. Da könnte ich ja vielleicht auch. Ja. Vielleicht auch noch anders. Das Zimmer von der guten Granny. Das können wir ja. Das war jetzt nicht so gewollt. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Ja, das ist Standardaussage. Ich habe keine Ahnung. So. Das ist ja nicht so spitz hier zuläuft. So. Das denke ich mir auch ganz okay. Das heißt auch hier noch eher Platz für ein Bett. So, mal gucken. Vielleicht machen wir das hier auch noch so ein bisschen. Ja, warte, geht das? Nee, geht nicht, weil das dumm ist. Weil das Spiel dumm ist, geht das nicht. Ich will nämlich hier noch so. So. Dann muss ich das jetzt vermutlich wieder wegmachen? Nee. Och Mann, Spiel, warum tust du mir das alles an? Spiel, ich hasse dich auch. So, jetzt aber. So. Boah, die Zimmer haben total merkwürdige Formen, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen so gewollt. So, und das hier ist... Nochmal zurück. Oh, nee, nochmal zurück. Zurück, zurück. Ich bin irgendwie so das Bedürfnis. Warte mal, wie machen wir denn das? So, das ist von Sophias Zimmer ja gar nicht mal so groß. Also es ist schon noch groß, aber... Nee, es war eins zu früh. Zurück. Oh. Mal so. Und so. Auch eine schöne schiefe Form, oder? Ist das eine schiefe Form? Wenn ich das nochmal mache, ist es nicht mehr schief. Ne, ist ja egal. Oh, vielleicht hier eine Tür rein und... Ich weiß noch gar nicht, wo wir die Tür aber so viel reinmachen dann. So, dann hat vielleicht sogar Mathilda mal ein größeres Zimmer. Auf jeden Fall hat sie ein unförmiger Horriss. Sehr schön. Ja, und hier ist halt nochmal so ein bisschen Aufenthaltszeug. Muss man mal gucken, was wir hier machen. Ja, und dann geht's hier raus. Habe ich mir so überlegt jetzt. Ja, sieht immer noch nicht so mega nice aus, ne? Aber es ist immerhin schon mal etwas. Ich kann ja hier vielleicht noch gleich noch so verglast das Milchfenster noch hinmachen. Erstmal noch hier kurz gucken. Kann ich. Wo war denn das jetzt? Wo war. Oh. Wartet. Sekunde. Mal hier noch so. Damit sie nicht runterfallen. Nicht runterplumpsen ins unendliche Loch. So, ich möchte hier Terrasse. Konnte man hier nicht gerade noch irgendetwas auswählen in der Terrasse? Das ist so, dass die so ein bisschen... Huch? Dass die Terrasse so ein bisschen rund ist? Ging das nicht? Es ging, aber irgendwie kann man es nicht mal auswählen. Na gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay, dann mache ich... Hier. So, wie ihr wollt. Und dann nehmen wir mal... Was nehmen wir denn? Terrasse, Zaun. Da wähle ich gerade das Falsche aus? Ich weiß es nicht. Hier so. Ach, dann muss ich jetzt hier extra. Ach so. Nehmen wir erstmal den hier, ne? Ich habe keine Ahnung von Zäunen. Ups. Stop. Ja, das muss so sein. So. Machen wir das erstmal so. Ich habe noch keine Ahnung genau, wie das jetzt hier weitergehen soll. Kriegt das überhaupt erst Zaun? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Oder muss das so sein? Bist du ein Zaun? Vielleicht bist du irgendwas anderes. Wir wissen noch nicht, dass du kein Zaun bist. Das wäre ein bisschen tragisch. Na gut. Okay. Ja, dann bin ich hier soweit fertig. Mit dem Grundriss jedenfalls. Jetzt müssen auf jeden Fall noch ein paar Türen rein. Oh Gott. Hier wird es was Schönes. Eine schöne gläserne Doppeltür hier. Sowas. Ah, was bist du? Nee, nee, nee. Wir können ja hier auch, ich weiß nicht. Was, auf jeden Fall was Großes gläsern ist mit zwei... Ja, noch nicht ganz.
Vielleicht doch schon so? Oh, das ist ja irgendwie... Ach, sowas. Sowas habe ich mir vorgestellt. Das bist du. Die Mega-Doppeltür. Das ist der Unterschied zwischen der und der. Ah, die ist ein bisschen cooler. Bin ich auch gerne so schön in hellweiß. So. Nehmen wir das? Oder gucke ich nochmal kurz durch? Nee. Ich würde schon sagen, dass wir die hier nehmen. Oh, wunderschön, ne? Ich weiß noch nicht genau, was jetzt hier hinkommen soll, aber es ist auf jeden Fall schon mal wunderschön. Okay. Oh, wow, wir haben schon mega viel Geld verloren. Aber meine Güte, natürlich darf man auch nicht vergessen, dass wir auch noch sehr viele Möbel haben, ne? Okay, Türen. Nehmen wir dieselbe wie hier unten? Nee, wir nehmen hier oben andere, ne? Ach, wir haben noch ein Bad vergessen. Das Bad für oben. Das Wichtigste von allem. Das Bad. Gut, dann machen wir natürlich auch noch ein Bad hier hin. Boah, das muss ich kurz überlegen. Bad. Hab ich das Bad vergessen? Mein Gott, das Bad. Das muss ja nur ein kleines Bad sein, ne? So, oh, das sieht auch ein bisschen kacke mit dem hier aus, ne? Oh, muss jetzt hier irgendjemand ein bisschen Einbuße machen. Von der Größe vor allem. Ich glaube, bei Granny können wir auf jeden Fall Einbuße machen. Die braucht ja kaum. Also, der hat ja noch ein Bett, was ich auch stehen gehabt im Alten. Das ist ein bisschen traurig, aber es war halt auch so. Da können wir ja vielleicht hier. Warte mal, passt das? Jetzt passt sogar, Lell. Ja, klar, dann machen wir halt eben. Nee, komm hier auf. Problem gelöst. Das Bad. Fertig. Das war's schon. Ach nee, jetzt ist hier vorne noch. Moment. So. Problem gelöst. Das Bad. Da ist ja eh noch eine Dusche drin, aber das würde sogar in eine Badewanne reinpassen. Das ist doch ziemlich groß, ne? Es ist halt eben alles ziemlich groß wie eine Dusche. Da. Ich glaube, ich so alt wie beim Alten. Also groß wie beim Alten, meine ich. Das Bad, okay. Boah, klassische Geheimniskrämerei. Was sehen wir denn hier vor standardmäßigen Türen? Für standardmäßige Türen, ja. Boah. Genau, die nehmen wir. Da kann jeder mal reingucken. Das ist doch wunderbar. Oh, hier war so viel, so eine schöne große. Geht das so mittig? Nee. Die wollen immer alle nicht. Schade. Dann nehme ich halt ne. Oh nee, geht nicht. Hier so, geht das. Ja, du hast gerade gar keinen Bock auf mich. So. Wieso geht das immer nicht so mittig? Och man. That shade. Gut. Bei dir kann man eine schöne Doppelte nehmen, meine liebe Mathilda. Ich gucke hier gerade noch irgendwo durch. Bitte nicht töten in der Zeit. Hier so? Oh, ich weiß nicht. Man kann es ja hier auch so... Oh, was ist das denn?